Es ist ein Familienunternehmen mit Geschichte. Schon seit 150 Jahren werden hier in Leonding Feuerwehrautos gefertigt. Die oberösterreichischen Einsatzfahrzeuge kommen an. 9 von 10 gehen ins Ausland. Das macht Rosenbauer zum Weltmarktführer. An der Unternehmensspitze steht er, Dieter Siegel. Bis 2009 im Aufsichtsrat, seit 2010 Vorstandsvorsitzender. Ein Weg, der so eigentlich nie geplant war. Naja, ich bin ja Familienmitglied in 6. Generation und habe mich aber eigentlich immer vom Familienunternehmen ferngehalten. Ich dachte immer, es ist besser, Familie und Beruf auseinanderzuhalten und nicht miteinander zu vermischen. Mein altes Unternehmen ist dann von einer Finanzgruppe übernommen worden und da wusste ich also, so hart wie diese Welt kann die strengste Tante nicht sein, aber es ist schon notwendig gewesen, sehr viel Erfahrung außerhalb des Hauses sich zu erarbeiten und auch eine Position schon zu haben, die dann auch den Sprung in den Chefsessel ermöglicht. Die Karriere von Siegel auch schon vor Rosenbauer steil. Nach seinem Handelswissenschaftsabschluss beginnt er in der Controlling-Abteilung des Feuerfest-Weltmarktführers RHI, wechselt dann in den Vertrieb und wird schließlich Leiter der Business Unit Steel Europe mit einem Umsatzvolumen von rund 600 Millionen Euro. Dann der Wechsel nach Leonding. Anfangs war Siegel unter anderem für die Vermarktung des Bestsellers zuständig, dem AT. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das mein Verdienst war, aber der Erfolg von dem Produkt war ausgesprochen gut. Also der AT ist nach wie vor das Maß aller Dinge, 8 Jahre nach seiner Einführung. Also das ist wirklich ein sehr schönes Produkt. Ist es schwieriger, wenn man CEO von einem Unternehmen wird, das bereits ein Weltmarktführer ist, das bereits schon super Zahlen hat, dann ist ja das, wie man sie nur verbessern kann oder wie man zeigen kann, so jetzt habe ich das und das und das gemacht, die Luft nach oben wird dünner einfach. Naja, sagen wir mal so, es geht ja nicht um meine persönliche Bestätigung, sondern es geht darum, das Unternehmen für die Zukunft abzusichern. Und da ist natürlich super, wenn man schon Weltmarktführer ist und wenn man die stärkste strategische Position hat, um diese dann auszubauen. Und wir waren ja immer vorsichtig. Also historisch haben wir uns jedes Jahr auf einen Abschwung vorbereitet. Was passiert, wenn die großen Aufträge mal nicht mehr kommen? Und jede Investition, die wir tätigen mussten, war dann, wie sie fertig war, wiederum zu klein für das, was wir wieder gewachsen waren. Und ich habe eigentlich 2014 dann umgedreht und habe gesagt, gehen wir mal davon aus, dass alles erfolgreich sein kann und dass wir wachsen können und werden und bereiten wir uns auf das Wachstum vor. Das sind schon Schritte, die man setzen muss, die auch Mut erfordern. Aber das ist das, was eigentlich den Reiz ausmacht. Aber die Vorarbeit meiner Vorgänger war da eine sehr, sehr große Hilfe, weil ich habe ein Unternehmen übernommen, das so viel strategisches Potenzial und so viele Erfolgspotenziale schon aufgebaut hatte, dass es viel leichter war, das weiterzuentwickeln. Gegründet wurde Rosenbauer 1866 von Johann Rosenbauer als Feuerwehrausrüstungsgeschäft. Das erste Feuerwehrfahrzeug wurde 1918 gebaut, der erste Export 1926 nach China. Die Fahrzeuge verändern sich, das Unternehmen wächst stetig, in den 90ern dann der Gang an die Börse. Das Familienunternehmen ist seither eine Aktiengesellschaft. Also ein Unternehmen, das jetzt an der Börse ist, wie viele Familienunternehmen ist da wirklich noch überblieben? Also in der Wahrnehmung der Personen und auch des Marktes für diese Geschichte, die wir haben und für die Familientradition, immer ein Mitglied der Familie auch im Chefsessel zu haben, ist das ausgesprochen wichtig. An der Börse zählen mehr die Ergebnisse, aber nichtsdestotrotz gibt auch das so ein besseres Gefühl der Stabilität. Und auch Aktionäre glauben daran, dass ein Familienmitglied dem Unternehmen noch mehr verbunden ist als jemand anderer. Und es wäre für mich auch wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen, ich schaue mich jetzt um einen besser dotierten Job um oder ich schaue mal was, sondern da weiß man, okay, mein Herz schlägt für dieses Unternehmen und nicht für den Job des CEOs. Der Börsengang 1994 für Rosenbauer der Durchbruch am internationalen Markt. Seither produziert Rosenbauer in insgesamt 9 Ländern. In Österreich, Deutschland, der Schweiz, Slowenien, Italien, den USA, Saudi-Arabien, Russland und Singapur. Das Herz des Fahrzeugs, die Pumpe, die man hier sieht, kommt immer aus Österreich. Also die haben wir fest im Griff, da gibt es keine Experimente. Aber wie schafft man es denn überhaupt als österreichisches Familienunternehmen, das weltweit
Länder aufmerksam werden und sagen, nein, unsere Feuerwehrautos holen wir uns aus Österreich? Die Qualität besticht natürlich, die Zuverlässigkeit. Ein solches Fahrzeug muss 25 Jahre im Einsatz halten in Österreich. Und wir haben natürlich in Österreich das freiwillige Feuerwehrwesen. Das sind sehr anspruchsvolle und sehr und Kunden, die uns einfach auch erzogen haben, das im kleinen Österreich zu leisten, was uns dann in der Welt erfolgreich gemacht hat. Was wollen denn die unterschiedlichen Länder bei ihren Feuerwehrautos haben? Wird nicht jeder das Auto aus Österreich nehmen? Naja, also wenn Sie schon von den unterschiedlichen Ländern sprechen, können Sie fragen, was wollen denn die Niederösterreicher, was die Oberösterreicher nicht haben, die Steirer, was die Burgenländer nicht haben. Der Individualisierungsgrad bei Fahrzeugen ist sehr hoch. Und das hat uns ausgezeichnet. International kann man sagen, ist natürlich, Klima macht einen Unterschied. Normalerweise sind die Tanks bei den ausländischen Fahrzeugen größer. Nicht jedes Land hat ein Hydrantensystem oder so viele Flüsse wie Österreich, sondern man muss auch das Wasser zum Einsatzort bringen. Das ist ein großer Unterschied. Die amerikanische Löschtechnik ist in erster Linie nur mit Wasser. Hier wird nicht mit Hochdruck und Schaum gelöscht, sodass bis zu 200.000 Liter in ein Haus gespritzt werden, wenn gelöscht wird, weil man nur verhindern möchte, dass das Feuer übergreift. Das Objekt als solches ist in Amerika oft aus Holz gebaut. Das heißt, es ist von vornherein verloren. Man versucht nur möglichst schnell, das Übergreifen des Feuers zu verhindern. In Europa, bei der Massivbauweise, versucht man einen so geringen Schaden wie möglich anzurichten und löscht mit Hochdruck, löscht mit Schaum und mit so wenig Löschsubstanz wie möglich. Und das sind so einige Unterschiede. Und auch in Österreich gleicht kaum ein Feuerwehrfahrzeug dem anderen. Es ist von außen nicht zu erkennen, doch die Fahrzeuge werden an das Einsatzgebiet angepasst. Für die Fertigung eine massive Herausforderung. Der eine hat ein Altersheim im Pflichtbereich, der andere vielleicht ein Chemiewerk, der dritte einen großen Fluss, wo er Ölbindemittel, also sehr vieles geht über die Ausrüstung, wo er Ölbindemittel im Fahrzeug braucht. Das sind schon eine Menge Unterschiede. Man versucht das natürlich auch zu vereinheitlichen, aber im Wesentlichen versuchen wir über standardisierte Varianten diese Möglichkeiten abzubilden, sodass auch auf der Kostenseite trotz der Vielfalt ein attraktives Produkt entsteht. Alles, was orange ist, darf man bewegen, inklusive dem Rollladen. Dennoch, von einer einfachen Serienfertigung ist hier nichts zu erkennen. Naja, also wir haben schon sehr viel ausgefallene Wünsche, wie ein Eiskasten in der Aufstiegstreppe haben wir schon im Sortiment. Aber das Schwierige ist oft die Kombination von Wünschen, die dann das ganze Fahrzeug kompliziert machen können. Und oft sind es einfache Sachen. Beispielsweise nehmen die Freiwilligen Feuerwehren ihre alte Ausrüstung ins neue Fahrzeug mit. Die Autos sind vollgeräumt mit Ausrüstung und dann kommt er mit einer alten Kabeltrommel und die muss auch noch rein. Und dann steht der Haxen von der Kabeltrommel genau vor dem Ausziehfach und sie müssen anfangen, das ganze Auto neu zu konzipieren, rund um diese Kabeltrommel herum. Das sind eher die Sachen, die uns dann dazu bewegen, ihm eine neue Kabeltrommel zu schenken, eher als das Auto noch einmal neu zu bauen. Gibt es da so Projekte, wo man sagt, okay, jetzt sind Wünsche reinkommen von Kunden, es ist extrem lang getüftelt worden und wo sie dann am Schluss sagen, boah, jetzt bin ich aber stolz, dass mein Unternehmen sowas hinkriegt hat? Ja, wir sind auf viele Fahrzeuge, insbesondere also das größte Fahrzeug in den USA, da sind wir besonders stolz, hat österreichische Löschtechnik, hat deutsche Hubrettungstechnik und amerikanische Fahrzeugtechnik inklusive Fahrgestell für 1,7 Millionen Dollar nach Niagara Falls verkauft. Das ist schon ein wunderschönes Fahrzeug. Da freut man sich schon, dass die Zusammenarbeit zwischen den Standorten so gut funktioniert hat. Man muss aber auch sagen, dass man immer wieder in die Gefahr läuft, durch das Tüfteln und Investieren in die Fahrzeuge die Wirtschaftlichkeit aus dem Auge zu verlieren. Wenn die Techniker sich einmal ihre Wünsche erfüllen und ein wunderschönes Auto bauen, muss man immer auch darauf achten, dass auch noch was übrig bleibt. Gibt es ja so Projekte, wo man sich am Anfang denkt, wird schwierig, das zu realisieren und es klappt dann doch? Ja, es braucht diese Projekte, vor allem die kostenmäßig sehr an der Grenze sind. Und wir haben beispielsweise nach Saudi-Arabien sogenannte Watertanker geliefert. Das sind sehr einfache, aber große Fahrzeuge mit einem 15.000-Liter-Tank. Die haben wir nur gewonnen, weil wir sie fast ohne Deckungsbeitrag in die Bücher genommen haben. Und dann gab es aber so viele Folgeaufträge, dass das eins unserer meistverkauften Fahrzeuge war und zum Schluss auch mit sehr interessanten Margen. Und dadurch, dass wir so wenig Stunden brauchten, weil es an und für sich ein einfaches Fahrzeug ist, haben wir pro Arbeitsstunde mit diesem Fahrzeug, wie wir es gebaut haben, die besten Deckungsbeiträge im Konzern erzielt. Das war also wirklich, da haben wir am Anfang nicht gewusst, was hinten nach rauskommt. Und es hat uns eigentlich unsere Marktführerschaft in der Golfregion ermöglicht. Also das war schon ein tolles Projekt.
Das klassische Feuerwehrauto, der sogenannte AT. In Österreich kommen 3 von 4 dieser Löschfahrzeuge aus dem Hause Rosenbauer. Und auch die Schutzausrüstung überzeugt, wie etwa dieser Helm. Hat hier ein, in verschiedenen Farben das kleine Schutzvisier und das große feuerfeste dann zum Runterziehen. Er gilt als leichtester und sicherster seiner Klasse. Dafür gab es bereits mehrere Designpreise. Über 700.000 Stück wurden weltweit verkauft, von Europa über Amerika bis nach Australien und China. Bei den Fahrzeugen gehört er zu den internationalen Favoriten. Der Panther, das Flughafen-Löschfahrzeug. Ja, was wir erfunden oder entwickelt haben, war das Fahrgestell. Die meisten anderen Konkurrenten müssen auf ein Spezialfahrgestell, das aber für irgendeine andere Anwendung konstruiert wurde, originär zurückgreifen. Und wir haben das Fahrgestell genau für die Anforderungen des Flughafens damals entwickelt, gemeinsam mit der Firma Freightliner in den USA, und waren dadurch in der Lage, ein erstens kostengünstiges und zweitens optimiertes Fahrgestell zu haben. Und gemeinsam mit dem wirklich tollen Design des Fahrzeuges war das in der Zeit, wo die Flugbewegungen sich drastisch erhöht haben und die Nachfrage nach den Fahrzeugen geboomt hat, so ab Mitte der 2000er Jahre, eine unschlagbare Mischung. Und da haben wir dann unsere Marktanteile wirklich enorm ausgebaut. Der Vorgänger, der sogenannte Simba, wurde in den 70ern entwickelt. Von ihm wurden insgesamt 55 Fahrzeuge verkauft. Jedes Jahr also 5 bis 6 Stück. Vom Panther werden jährlich 180 verkauft. Ja, ich glaube, die Fahreigenschaften des Fahrzeugs sind unerreicht. Der 8x8, also mit 4 Achsen, hat bis zu 50 Tonnen, hat 2 Motoren mit über 1400 PS, hat eine Pumpe, die pro Minute 10.000 Liter Wasser verspritzen kann, und einen seitigen Neigungswinkel in Kurvenneigung von bis zu 32 Grad, kann bis zu 45 Grad Steigungen fahren. Also das Fahrzeug ist einfach extrem agil, und das ist wichtig am Flughafen, weil Sie müssen auch auf den großen Flughäfen innerhalb von 2 Minuten vom Alarm am Einsatzort beim Flugzeug sein und in der Lage sein, schon Wasser Marsch zu geben. Und das ist das, was unser Auto einfach am besten kann. Insgesamt 2.300 Feuerwehrfahrzeuge verkauft Rosenbauer 2018. Rekord. Der Umsatz knapp an der Milliardengrenze. Damit der höchste in der gesamten Rosenbauer-Geschichte. Nachdem Sie ja auch wieder ins Familienunternehmen doch zurückgefunden haben, würden Sie wünschen, dass Ihre Kinder auch mal im Familienunternehmen arbeiten? Also ich wünsche mir sehr, dass Mitglieder aus der Großfamilie ins Unternehmen finden, aber man darf das auf keinen Fall zu erzwingen versuchen. Denn als Familienmitglied hat man schon einen Nachteil: man ist in doppelter Form zum Erfolg verdammt. Wenn würde man scheitern im eigenen Familienunternehmen, ist das auch nicht gerade eine Eintrittskarte für ein anderes Unternehmen, und die Möglichkeiten im Arbeitsmarkt wären dann schon sehr begrenzt. Und das ist eine große Herausforderung, und dazu kann man niemanden zwingen. Und da muss der persönliche Wille, die Einstellung und die Kompetenz gut zusammenpassen. Aber ich hoffe sehr, dass auch nach mir wieder ein Familienmitglied in den Chefsessel findet. Ich hoffe aber auch, dass ich da noch, wie ich es vorhabe, in Pension gehen kann.